Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RTL Biathlon mit mir, der Lena. Wir sind im Europacup und konnten schon richtig gute Erfolge vorweisen, obwohl es das letzte Mal richtig, richtig knapp war in Oberhof. Und wir sind jetzt auf meiner Lieblingsstrecke in Kontiolahti, also Heimrennen für uns. Und da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Blödes Licht. Muss mal diese Lampe hier so einstellen, dass die das warmes Licht hat. Sehr schön, sonst blendet mich das zu sehr. So, das mal weg. Okay. Gut, klare Sicht. Minus 3 Grad ist für Kontiolahti eigentlich sehr warm. Also da sind ja die Wettbewerbe schon öfter mal ausgefallen. Ich weiß nicht, ist es im Biathlon so, dass die Grenze bei minus 20 Grad ist oder minus 15? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Da gibt es auf jeden Fall auch Regularien, dass es dann ab einer bestimmten Temperatur keine Wettkämpfe mehr geben kann. Okay, ich habe ja gefragt nach dem Schießtraining und letzter Stand war, einer sagt, ja, mach's bitte. Und der andere sagt, nein, bitte nicht. Demzufolge würde ich das vielleicht im Wechsel machen. Also, dass wir nur noch jeden zweiten Wettkampf trainieren. Wie fändet ihr das? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann lassen wir das Schießtraining jetzt mal weg und beim nächsten Mal machen wir es wieder. Wir machen wieder ganz viel Geschwindigkeit. Wir machen ganz wenig Technik. Und so vom anderen so. Mach mal überall 10. So ist okay. Und dann würde ich sagen, starten wir. Sieht aus nach Massenstart. Das wäre ja ganz cool. Okay. Aber ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt erstmal lange nicht mehr gespielt. Ah, wir hatten unseren zweiten Bergspezialisten. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Hier haben wir schon ein bisschen zu kämpfen. Wir haben 3 Sekunden Rückstand. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier... Ah, da ist eine kleine Lücke und die überholen uns auch hier. Das ist gar nicht so cool. Gott, ich weiß gar nicht mehr, was war denn jetzt? Ah, ja gut, das haben wir jetzt verpasst. Ich muss erst wieder in die Taste. Also, ich habe jetzt eine Woche ungefähr Pause gemacht. Und deswegen muss ich da immer schauen. Aber wir sind trotzdem relativ weit vorn jetzt. Haben uns jetzt hier läuferisch an die Spitze gesetzt. Also, läuft sozusagen. Und jetzt dürft es in diesen schönen Anstieg gehen. Oh, ich liebe den. Dann nehmen wir mal hier den Bergspezialisten. Das hat sich doch super gelohnt. Wir haben schon einen guten Vorsprung rausgelaufen. Also ist vielleicht wirklich gut, wenn man nur noch jeden zweiten Wettkampf Schießtraining machen. Und so geht es auch ein bisschen schneller. Okay, Liegendanschlag. Gucken wir mal. Oh. Das war ein bisschen blöd. Erstmal wieder reinkommen. Super. Lief doch ganz gut. Also, bisher ist es noch... Also, die Strecke ist halt wieder sehr auf uns zugeschnitten. Und, also, wird wahrscheinlich nicht ganz so spannend wie Oberhof. Aber, naja. So, ein bisschen drüber... ja, was gibt's bei mir Neues? Ich mache jetzt gerade meinen Antrag fertig auf Vornamens- und Personenstandsänderung. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Also die wollen wirklich, dass man sich komplett nackig macht. Dass man wirklich alles erzählt, alles
alles Mögliche aufzeigt. Und ja, das sind halt dann wirklich auch, also das entscheidet dann das Gericht sozusagen, dass man dann irgendwann im Personalausweis einen weiblichen Vornamen beziehungsweise auch überhaupt als Geschlecht weiblich drin stehen hat. Und dazu braucht man dann auch Gutachter, also man braucht zwei Gutachten und die, ja, das bewegt sich dann schon im niedrigen bis mittelhohen vierstelligen Bereich für die zwei Gutachten und das ist für zwei Zeilen im Ausweis eigentlich ziemlich bescheiden. Also das Problem ist auch, dass das Transsexuellengesetz von 1981 ist und dass da immer noch keine Novellierung passiert ist, ist halt wirklich ziemlich schwach. Aber da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Beschluss des Bundesrats von Juni 2017, dass die Bundesregierung angehalten ist, da mal ein bisschen was ja, zu ändern. Aber ja, ist jetzt natürlich, kann ich natürlich auch verstehen, es betrifft jetzt natürlich nur eine ganz kleine Minderheit und da gibt es natürlich wichtigere Sachen auf der Agenda. Aber für mich wäre es halt trotzdem schön, wenn da was passieren würde, dass da zum Beispiel was mit den Kosten passieren würde. Nichtsdestotrotz werde ich zu diesem Antrag auf diese Vornamens- und Personenstandsänderung auch einen Prozesskostenhilfeantrag stellen. Weil soll man auf jeden Fall versuchen, weil ich habe natürlich ein paar Kredite laufen, also zum Beispiel für die Gesichtshaarentfernung, da lasse ich mich lasern alle 6 Wochen. Muss man leider selber bezahlen. Die Krankenkasse würde nur eine Nadelepilation bezahlen und bis man die erstmal durch hat. Ich wollte sofort loslegen, also das war mir dann wichtiger. Ja, man muss sich das so vorstellen, Nadelepilation, da wird jedes Haar einzeln rausgerissen. Bei einer Laserepilation passiert das dann halt, dass eine kleine Fläche komplett verödet wird. Das ist dann auf jeden Fall schon, geht sehr viel schneller und ist auch nicht so schmerzhaft. Ja, das erstmal auf jeden Fall gerade ganz aktuell zu mir. Weil ihr habt ja so ein bisschen drunter geschrieben, dass euch das auch interessiert, wie es bei mir so weitergeht. Finde ich total lieb übrigens. Und mache ich dann natürlich auch gern. Aber ich will natürlich auch nicht die ganze Folge zuquatschen, weil es gibt natürlich auch die Leute, die es nicht interessiert. Und die will ich halt auch nicht damit nerven. Und da können wir natürlich auch gerne wieder ein bisschen über Wintersport reden. Also ich würde jetzt nicht über Biathlon, nur über Biathlon reden, weil da gehen mir dann irgendwann die Themen aus. Wir können auch über Skispringen quatschen. Ski-Nordisch gucke ich halt auch ganz gerne. Nordische Kombination, da habt ihr ja selbst mitbekommen. Die deutsche Dominanz in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr ein bisschen anders wird, aber ich denke, Rizek, Frenzel und Co. werden da wieder zeigen, wer der Chef ist, oder wer die Chefs sind. 30 Sekunden Vorsprung, also wollen wir wieder ein etwas gemütlicheres Rennen für uns, haben mal wieder gewonnen und ja, wir gehen erstmal weiter, haben hier natürlich eine super Zeit hingebrannt und in die nächste Goldmedaille geholt. Okay, ja, in der Meisterschaft ist klar, sind wir deutlich vorn. Wir können bald ein Rennen Pause machen. Das gibt's ja, glaube ich, noch beim Biathlon, die Streichresultate, oder? Also die waren zumindest kurzzeitig mal abgeschafft, aber ich glaube, die wurden dann wieder eingeführt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Streichresultate man pro Saison haben kann. Finde ich an sich ganz, ja, ich bin da mal so hin und her gerissen. Kann ja erstmal weitermachen. In Oslo, Sprint der Frauen, natürlich der Frauen, klar. Und ja, wie ist mit diesen Streichresultaten? Waren das 3 pro Saison? Ach, guckt, wir machen uns Skispringen. Das ist ja cool. Direkt am Holmenkollen. So, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen schießen, habe ich ja gesagt. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nur noch 10 Schuss Munition. Erzielen Sie dennoch 15 Punkte in 30 Sekunden. Okay. Schön. Gott, der war ja reingequetscht.
wir haben sogar 100 Punkte. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Wir waren wieder sehr gut. Das ist doch super. Dann machen wir hier bei beiden noch 25. Und dann sieht das, denke ich, ganz gut aus. Trainieren wir das mal. Und gehen jetzt zum Sprint in Oslo. Und wir machen wieder Skispringen. Wir haben einen perfekten Start, obwohl die immer aussieht, als wenn die überhaupt nicht vorwärts kommen. Aber okay. Ich bin gespannt, wie die Strecke hier ist. Ob wir hier wieder so extrem überlegen sind wie in Kontiolahti. Oder ob wir hier ein bisschen beißen müssen. Auf jeden Fall sehen wir da die nächste... Ein bisschen so ein Anhaltspunkt, die Dame da vor uns. Oh, wir liegen hinten. Das ist gut. Das ist schön. Das gefällt mir. Das zeigt immer, dass man sich ein bisschen anstrengen muss. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn man immer mit 30 Sekunden Vorsprung gewinnt. Ist das eine Abfahrt? Sieht leider nicht so aus, oder? Doch. Okay, wir können hier runterfahren. Kommen wir hier? Ja, wunderbar, wie das um die Kurve geht. Super. Das blöde Licht hat sich gerade schon wieder verstellt. Ich hasse das. Das ist, weil ich mit dem... Wow. Okay, jetzt wird spannend. Oh Mann. Das muss ich auch noch lernen, Multitasking. Aber ist cool. Haben wir mal einen schönen Fehler gemacht. Also man kann sehen, man kann auch in die Mauer fahren. Haben jetzt 8 Sekunden Rückstand. Das bedeutet, wir haben jetzt einiges zu tun. Sprinten hier ein bisschen ran. Und dieses blöde Licht, ich werde auf jeden Fall in der Aufnahmepause dann mal hier ein bisschen was dazwischen stellen. Boah, das nervt ja total. Okay, wir kommen zum Schießen und haben ordentlichen Rückstand. Das heißt, wir möchten fehlerfrei bleiben. Man will es ja nicht verschreien. Blöde Lampe. Okay. Also manchmal drückt man und es passiert nichts. Das ist manchmal ein bisschen... Aber das lief gut. Jetzt bin ich gespannt. Zeitmessung vor der Strafrunde oder danach? Okay, wir sind 3 Sekunden zurück. Allerdings vor der Strafrunde. Ich weiß jetzt nicht, ob derjenige fehlerfrei geblieben ist oder nicht. Auf jeden Fall wird es durch die kleine Konzentrationsschwäche ein bisschen spannender. Aber wir haben noch 2x Bergspezialisten, den ich auf jeden Fall noch nutzen werde. Aber ich muss mir jetzt erstmal die Strecke genau angucken. Irgendwie war ich in der ersten Runde ein bisschen abgelenkt. Naja, dann nehmen wir mal ein bisschen. Okay, und jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt haben wir zumindest 7 Sekunden Vorsprung. Das ist gut. Wir können mal gucken, ob wir hier läuferisch ein bisschen dranbleiben können. So. Und diesmal nicht wieder in die Mauer fahren, Lena. Gott, die fahren dort vorne aber auch ziemlich krass. So, wir gehen wieder ein bisschen eher raus, damit wir mit mehr Schwung in den Berg reinfahren können. Die werden wir jetzt gleich überholen. Aber wie? Und wir sind läuferisch jetzt richtig gut. Wir konnten hier nochmal was rausholen. Mal 2 Sekunden rausgeholt. Oh. Blöde Kuh, die hat mich voll gerammt. So, dann geht's wieder zum Schießen. Zum Stehenschießen. Und wir können uns, glaube ich, sogar eine Strafrunde leisten. Vielleicht sogar 2. Weil die schießen ja meistens auch immer noch eine. Aber gucken wir mal. Alles klar. Wieder mal eine fehlerfreie Aufnahme. Und
15 Sekunden Vorsprung, sehr schön. Aber es war auf jeden Fall, die erste Runde war schon sehr spannend mit diesem schönen Ausflug in die Mauer. Ja, und ich weiß, Vasi würde jetzt sagen, als DDR-Kind kennst du dich ja mit Mauern aus, haha. Okay, jetzt machen wir hier nochmal den zweiten Bergspezialisten, damit wir das auch hinter uns haben. Und jetzt wird es ein riesiger Vorsprung schon, 32 Sekunden. Ich glaube, die sind noch ein bisschen platt. Es kann auch sein, dass sie natürlich am Anfang ein bisschen mehr raushauen, als dann in den in weiteren Runden. Ach, ist das entspannt. Und da ist die nächste Zeitmessung. Was sage ich? 34? Boah. Ist ja krass, wie stark wir läuferisch sind jetzt mittlerweile. Doch, das ist gerade 34 runter. Hä? Ist das, weil die vor uns gerade erst rüber? Keine Ahnung. Bleiben wir mal die ganze Zeit. Nochmal schön Geschwindigkeit raushauen. Und wir haben gewonnen. Also das wird wahrscheinlich auch für der Europacup ein ziemlicher Durchmarsch für uns werden. Und müssen dann wirklich auf den Weltcup hoffen, dass es da ein bisschen spannender wird, weil jetzt haben wir hier wieder 35 Sekunden Vorsprung. Aber wir waren schon mal schneller. Wir waren schon mal deutlich schneller. Interessant. Ja, wahrscheinlich wegen... Aber der Sturz war keine 12 Sekunden. Irgendwas anderes. Egal. Wir können wieder unsere Limitpunkte erhöhen. Dann machen wir hier mal 5. Und hier mal 5. Okay, und machen wir hier. Und führen jetzt mit 51 Punkten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich, dass ihr wieder so fleißig zugeschaut habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge Biathlon dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!